Diesen Bericht präsentiert euch Autohaus Strasser in St. Gertraudi mit den Modellen von VW, Seat, Cupra. Motor TV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Autoslalom in Tirol. Und Dominik, du mit einem Prototypen ein richtig tolles Fahrzeug. Was hast du denn da für einen? Ja, ich bin umgestiegen letztes Jahr und habe einen Prototypen geholt von Frankreich, am BRM. Ist eigentlich ähnlich aufgebaut als der alte. Erzähl mal, was ist das für ein Fahrzeug? Man sieht, das ist ein Prototypen, hat ein zweisitziges Auto mit einem Heckmotor. Was hat der für einen Motor? Der hat einen Yamaha R1 Motor 3. Ist ein Gitterrahmen mit GFK-Aufbauchassis, mit Pedalshift-Schaltung, alles was man halt braucht, dass man schnell ist heutzutage. Ist eigentlich ein Rundstreckenauto und Bergrennauto, aber ist ein bisschen anders übersetzt, dass er für den Slalom auch funktionieren sollte. Die Sicht nach außen ist ein bisschen schwierig, er hat zwar große Frontscheiben, aber dadurch, dass das Dach so nieder ist, wird es schwierig. Ja, was hat denn der PS? Ja, hat 180 PS. Und soll für das Gewicht vom Fahrzeug eigentlich ausreichend sein. Gewicht? Gewicht ist ein bisschen über 400 Kilo. Leistung soll da sein und nachher soll das handelbar sein. Ja. Dann wünsche mir alles Gute, tollen Tag heute. Dankeschön. Klasse. Ja, heuer das 50-jährige Bestandsjubiläum Autoslalom in Tirol und der Patronenz von Abendtirol heute hier. Ein erster Opener hier in der schönen Hofahn. Und viele, viele Zuschauer, und ich hoffe und ich glaube, begeisterte Zuschauer, die es hinaustragen in die Tiroler Landschaft. Autoslalom, da müssen wir hin, da gehen wir schauen. Lässige Veranstaltung. Heizungserneuerung mit Olymp. Informiert euch unter www.olymp.at. Der Lamprecht Thomas. Kommst du wieder umgestellt?
Start wieder. Beikinger Michaela, MSC geht's früh. Und die Guten kommen jetzt so richtig alle raus. Wolfgang, Fabelzeit, sensationelle Zeit, 42er Zeit, das ist keiner bis auf 2 Sekunden hinkommen. Ja, ich habe noch keine Zeit gehört, ich hoffe, dass einmal zumindest fehlerfrei war, hoffe ich einmal. Der war fehlerfrei, der letzte Lauf? Ja, aber die davor glaube ich nicht. Jetzt einmal einer war fehlerfrei, 2 nicht. Ja, mal schauen, wie es sich ausgeht, aber das mit dem Öl, also es wäre noch was drinnen gewesen. Aber sensationell, deswegen doch, wir gratulieren ihm, Wolfgang Zobel, heute wieder die Bestzeit gefahren, hier im Aurach. Beim ersten Rennen 2024, Wolf, und jetzt geht's auf. Ja, danke schön. Vielen Dank. Diesen Bericht präsentierte euch Autohaus Strasser in St. Gertraudi mit den Modellen von VW, Seat und Cupra.